Astronom und erzählt uns gleich von seinem Forschungsprojekt, wenn ich es richtig verstanden habe und jetzt keine wilden Sachen erzähle. Genau, über die Astronomie und die Klimakrise. Ganz viel Spaß mit Leo. Oh, mir wird wirklich gesagt, dass man mich jetzt nicht hören kann. Doch, man kann mich hören. Okay, wunderbar. Dann wollen wir mal hoffen, dass es jetzt klappt. Ja, also ich möchte heute sprechen über die Astronomie und die Klimakrise, wie angekündigt. Das ist nicht wirklich mein Forschungsprojekt, sondern das ist so ein bisschen mein Nebenforschungsprojekt. Aber ich möchte ja ganz kurz erstmal sagen, worüber ich alles sprechen will. Also zunächst gibt es eine kleine Einführung, eine Vorstellung von mir, damit ihr wisst, worüber ich eigentlich arbeite. Und dann auch, wie ich damit zu dem Thema gekommen bin. Das, denke ich, gut zum diesjährigen BIVOC passt. Und dann kommen so ein paar Punkte, die sozusagen sich auf das eigentliche Thema hinarbeiten. Zunächst mal die Frage, gibt es eigentlich astronomische Einflüsse auf das Erdklima? Wird ja oft gerade von so Climate Deniers behauptet. Was ist da wirklich dran? Da möchte ich gerne ein paar Dinge diskutieren. Dann eine ganz kurze Vorstellung, was ist die Klimakrise eigentlich? Ich denke, das ist hier eigentlich ziemlich bekannt. Gab ja auch schon ein paar Vorträge dazu, nur kurz zur Erinnerung sozusagen. Und dann der eigentliche Kern des Vortrags, nämlich das Thema There is no Planet B, was ja auf Klimademonstrationen regelmäßig aufgezeigt wird, ist ja wirklich eine astronomische Aussage. Was bedeutet die eigentlich? Und was kann die Astronomie eigentlich wirklich beitragen? Und da war ich tatsächlich mit Kollegen in den letzten 1,5 bis 2 Jahren sehr aktiv. Zum einen, um unseren eigenen Treibhausgasausstoß, also als Astronomen, zu verstehen und dann natürlich als nächsten Schritt auch zu reduzieren. Und zum anderen, um eben zu überprüfen, was können wir eigentlich wirklich beitragen? Wie können wir diese Nachricht, there is no planet B, es gibt keinen anderen Planeten wie die Erde, gut vermitteln, um damit hoffentlich dazu zu führen, noch besser oder endlich mal besser oder überhaupt nur erstmal gut auf die Erde aufzupassen. Also hier eine kurze Vorstellung. Was macht ein Astronom eigentlich? Denn manche stellen sich vor, wenn ich sage, ich bin Astronom, dass ich irgendwie jede Nacht rausgehe aufs Feld und mit einem Fernglas irgendwelche Sterne anschaue. Das haben die Astronomen tatsächlich früher so gemacht. Heutzutage machen die das eher nicht so. Relativ selten bisher in meiner Karriere, ungefähr seit 10 Jahren oder so, war ich 7-mal oder 8-mal ungefähr beobachten. Das geht dann meistens nach Chile, wie hier beim Very Large Telescope. Zu den großen Teleskopen, wo man dann tatsächlich ein paar Nächte Beobachtungszeit kriegt. Aber da kann man sich schon glücklich schätzen, wenn man eine Nacht oder zwei kriegt, alle 1-2 Jahre. Und dazu kommt noch, dass man sehr viel Beobachtung natürlich auch aus der Ferne machen kann. Das sieht dann übrigens so aus. Ich dachte hier für die Computerfreunde hier ist es vielleicht interessant zu sehen, dass es da also sehr viele Computer gibt, sehr viele Bildschirme gibt und natürlich ein großes Netzwerk und sehr viel Technik. Da werden dann so Dinge beobachtet wie diese Galaxie hier, Centaurus A, eine der nächstgelegenen Galaxien, die ist gerade mal so ungefähr 13 Millionen Lichtjahre entfernt, also quasi next door für Astronomen. So sieht es dann aus auf dem Bildschirm zum Beispiel, hochkomplexe Panels mit allen möglichen Informationen, wo man hier zum Beispiel den Zustand sieht, auf der linken Seite von einem Programm, das abläuft, und das ist eine ganz uralte Programmiersprache, TickleTK aus den 80er Jahren. Ich weiß nicht, ob die hier jemand kennt, ziemlich umständlich zu programmieren, aber so läuft dieses Observatorium tatsächlich bis heute. Und da wird dann der Zustand von dem Instrument angezeigt und daneben die Ergebnisse, die man kriegt, die Bilder werden dann live verarbeitet und man kriegt gleich einen Eindruck davon, passt's, so ähnlich wie hier beim Stream. Oh nein, kommt nichts an, muss man irgendwas regeln. Das ist ein Teil meiner Arbeit, sozusagen die Forschungsarbeit. Und der größte Teil meiner Arbeit ist aber eigentlich, dass ich mich beteilige an einem Projekt für dieses nächste Großteleskop, das wird das größte Teleskop der Erde sein im optischen Bereich, das heißt Extremely Large Telescope, nimmt man sich kein Blatt vom Mund. Davor das Teleskop hier bei dem Bild da oben, das hieß hier Very Large Telescope und eigentlich wollte man danach ein Overwhelmingly Large Telescope bauen, wirklich, kein Witz, dafür war das Geld nicht da und jetzt wird es halt nur ein Extremely Large Telescope. Und da bauen wir ein Instrument, das heißt METIS, mit dem man erdähnliche Planeten anschauen kann, ja, und zwar ganz besonders um ein Sternsystem, um das nächstgelegene Sternsystem, das heißt Alpha Centauri. Das ist ein Dreifach-Sternsystem, wie man kennt, wenn man
zum Beispiel die schöne Trilogie History of the Earth gelesen hat von Cixin Liu, ganz berühmte, sehr schöne chinesische Science-Fiction, vor einigen Jahren erschienen. Und der nächstgelegene oder einer von den nächstgelegenen von diesen Sternen eben, Alpha Centauri A, hat höchstwahrscheinlich Planeten. Und wenn diese Planeten so wären wie die Erde, also so groß wären und das gleiche Albedo, das gleiche Rückstrahlvermögen hätten wie die Erde, dann würden die da so ausschauen. Der eine wäre also ein ziemlich deutlicher Punkt und der andere wäre ein bisschen ein schwächerer Punkt. Und dann würde man also zwei Planeten gesehen haben, die so sind wie die Erde. Was man damit machen kann, können wir gerne später diskutieren. Weil eigentlich soll es hier jetzt ja gehen um das Thema astronomische Einflüsse auf das Erdklima und was die Astronomie dazu beitragen kann, um die Klimakrise zu lösen. Also zunächst mal die astronomischen Einflüsse. Wie diejenigen unter euch, die vielleicht schon ab und zu mal sich mit dem Thema beschäftigt haben, sicherlich wissen, ist die Sonne nicht immer gleich aktiv, sondern hat sogenannte Sonnenzyklen. Die sind 22 Jahre lang. In diesem Zyklus von 22 Jahren dreht sich das Magnetfeld der Sonne einmal komplett um, also von Nord nach Süd und wieder nach Nord. Und nachdem man eigentlich immer nur eine halbe Umdrehung sieht, sagt man manchmal auch der 11-Jahres-Zyklus. Und das ist das, was man hier so sieht. Also im Rahmen, in der Dauer von 11 Jahren verändert sich die Aktivität der Sonne. Die misst man anhand von diesen Sonnenflecken, die man auf der Sonne sehen kann. Bitte nur mit Sonnensichtbrille draufschauen und sehr stark absorbierenden Brille, sonst sind die Augen kaputt, so wie das der Galileo damals gemacht hat. Der wurde danach blind. Also nur mit einer guten Sonnenschutzbrille draufschauen. Dann kann man diese Sonnenflecken aber tatsächlich mit bloßem Auge sehen. Allerdings, wie ihr auch hier seht, nicht im Moment, denn 2020, 2021 sind wir in einem Minimum von der Sonnenaktivität. Da gibt es also leider fast gar nichts zu sehen. Also ungefähr 5 Jahre warten und dann sieht man die wieder mit bloßem Auge. Ja, hat das jetzt also was auf das Erdklima, mit dem Erdklima zu tun? Naja, da gab es ein paar Forscher, Pseudoforscher in den 70er, 80er Jahren, die da viel Aufhebens drum gemacht haben. Die haben dann so Plots gezeigt wie diese hier, wo man also in Rot die globale Erdtemperatur sieht, die also schön langsam ansteigt und darunter die Sonneneinstrahlung, die also auch schön langsam ansteigt. Ja, und daraus haben die dann geschlossen, naja, also muss also die Sonne sein und all diese Theorien, dass der Mensch damit was zu tun hat, die sind also Quatsch. Naja, wenn man ein bisschen weiter schaut, dann sieht man, dass das also nur eine zufällige Korrelation war in den Jahren zwischen 1920 und 1960 ungefähr. Und danach haben sich diese Kurven sehr unterschiedlich entwickelt. Also die globale Durchschnittstemperatur ist weiter angestiegen, wie man weiß, auf heute über 1 Grad über dem vorindustriellen Niveau. Und die Sonnenaktivität, die geht halt mal hoch, mal runter, aber hat keinen Einfluss zu dieser, oder keinen Beitrag zu dieser Steigung, die wir sehen. Also diese Frage kann man eindeutig mit Nein beantworten. Die Sonne ist nicht verantwortlich für die Klimaerwärmung, die wir sehen. Aber dann gibt es da ja noch diese Sache mit den Eiszeiten. Was hat es denn eigentlich damit auf sich? Das ist ein bisschen eine komplizierte Grafik hier, aber die ist sehr lehrreich. Deswegen möchte ich euch da kurz mitnehmen. Schauen wir erstmal auf die linke Seite. Da sieht man also auf der X-Achse das Alter, in das man zurückblickt, in Kilojahren, also in 1000 Jahren. Also ganz links 0 heute und ganz rechts 600.000 Jahre vor unserer heutigen Zeit. Und nach oben sieht man die Häufigkeit von einem bestimmten Isotop von Sauerstoff. Also Sauerstoff hat normalerweise 16 Kernbestandteile und dann gibt es ein etwas schwereres Sauerstoffatom, das hat 18 Kernbestandteile. Und dieses schwerere Sauerstoffisotop, das findet man vor allen Dingen in Eis. Ja, weil es ein bisschen schwerer ist, fällt es gerne, fällt es sozusagen eher runter, ist also weniger in der Luft, weniger im Luftsauerstoff, sondern mehr im Wasser oder im Eis. Und wenn dieser, wenn dieses Isotop ansteigt, dann gibt einem das Informationen darüber, dass sozusagen mehr Wasser in der Eisphase ist. Ja. Und das kann man, wenn man diesen sogenannten Proxy sich anschaut, über die Zeit hinweg, dann sieht man, dass es da immer wieder so Ausschläge gibt, im Abstand von ungefähr 100.000 Jahren. Und das ist tatsächlich die Information, die man dann nimmt, um zu sagen, okay, es gab im Abstand von ungefähr 100.000 Jahren Eiszeiten. Die letzte Eiszeit, wissen wir ja, war so vor ungefähr 20.000 Jahren zu Ende. Das sieht man hier ganz auf der linken Seite. Aber wenn man eben weiter zurückschaut, sieht man, dass die regelmäßig kamen. Das kann man auch hier sehen, wenn man so eine Fourier-Analyse davon macht. Also schaut, wie oft kommen da welche Frequenzen vor in dem Spektrum. Dann sieht man also hier im Zyklus von 0,01 pro Kilojahr, also ein Hundertstel pro 1000 Jahr oder eben einmal pro 100.000 Jahre, sieht man eben so einen ganz bestimmte Wiederholungsrate. Und da wurde dann schon früh darüber gerätselt, was das dann sein könnte. Und man hat sich verschiedene astronomische Faktoren angeschaut, wie zum Beispiel die Exzentrizität. Das ist also das Maß an Nicht-Rundheit sozusagen von einem Orbit. Also wie sehr ist der Orbit von der Erde nicht rund, sondern eben eine Ellipse. Wie sehr verändert sich das?
verändert sich auch ein bisschen, schwingt ein bisschen hin und her, aber das macht nicht so wahnsinnig viel aus. Dann gibt es die Achsneigung, ja, die sind 23,5 Grad im Moment, und die machen die Jahreszeiten und die wandert auch ein bisschen hin und her zwischen diesen beiden Werten, die hier abgebildet werden, zwischen ungefähr 22 und ungefähr 24,5 Grad. Dann gibt es noch die Periheldrehung, die ist ganz interessant für die Freunde der Relativitätstheorie. Danach hat man nämlich zum ersten Mal gesehen, dass es sowas wie eine Relativitätstheorie auch im Sonnensystem gibt. Die Periheldrehung kann man nämlich mit der Newtonschen Mechanik nicht komplett vorhersagen. Das ist ungefähr um Faktor 2 falsch. Und dann gibt es noch die Bahnneigung. Das ist auch wieder ein bisschen komplizierte Grafik hier. Diese Plane of Reference, die Referenzebene, das ist sozusagen die Ebene, in der sich die Planeten bewegen. Da zählt natürlich vor allen Dingen der Jupiter als schwerster Planet mit dem größten Drehmoment. Und der Orbit ist dann eben der Orbit von einem bestimmten Planeten, wie in dem Fall von unserer Erde. Und der ist eben nicht genau in dieser Ebene von der Ekliptik, von den anderen Planeten, sondern der hat eine bestimmte Inklination, eine bestimmte Bahnneigung, die ist mal ein bisschen mehr, mal ein bisschen weniger. Und die kann man sich wiederum anschauen, ja, diese Ekliptik, ja, die Inklination gegen die Bahnebene. Und man sieht, dass die tatsächlich auch schwankt, kann man mit Modellen rechnen, in eben einer ähnlichen, mit einer ähnlichen Frequenz, wie man diese Eiszeiten berechnet hat, eben alle 100.000 Jahre ungefähr. Und das ist eigentlich der Hinweis, den man hat, um zu sagen, okay, also wirklich die Schwankung der Erdbahn, der Erdinklination, der Inklination der Erdbahn alle 100.000 Jahre, das könnte eigentlich der ausschlaggebende Grund gewesen sein für die Eiszeiten. Das hat ein Herr Milutin Milakovic kurz nach dem Ende vom Ersten Weltkrieg erkannt. Die Theorie, die man hat, ist, dass eben in der Ekliptik selbst wahrscheinlich sehr viel Staub ist, von Kometen, Asteroiden, anderem Zeug, das da irgendwie noch rum ist, von der Entstehung des Sonnensystems. Und wenn die Erde durch diese Bahn da eben durchfliegt, dann gibt es besonders viel Dreck, sage ich mal ganz salopp, in der Erdatmosphäre. Und das führt zu einer Abkühlung, so wie bei einem Vulkanausbruch. Und dann kommt eben eine Eiszeit. Ja, das ist so die Theorie, die da dahinter steckt. Ist alles noch Theorie, aber ist auf jeden Fall ein Zyklus, der einen astronomischen Zusammenhang hat, aber eben sehr, sehr, sehr lange dauert und sehr langsam ist. Wenn man das hier vergleicht, hier sind jetzt die CO2-Konzentrationen. Man sieht deutlich, im Laufe der 100.000 Jahre ändert sich dann auch die CO2-Konzentration. Aber was eben jetzt passiert, hier beim Zeitpunkt Null, ist eben ein extremer Ausschlag. Also man sieht hier, wir kommen da raus aus der letzten Eiszeit, ungefähr 20.000 Jahre vor dem jetzigen Moment. Ja, und dann sind wir eben auf dem Niveau des sozusagen das Normalniveau ist, bei irgendwie 270, 280 Parts per Million, also Anteilen pro Million in der Luft. Das ist der Anteil von CO2 in der Luft. Und dieser Anteil, der ist jetzt aber eben dramatisch stärker gestiegen. Jetzt die letzte Zahl, die ich gefunden habe, ist im Moment 416,5 ppm. Das war die Messung von Februar dieses Jahres. Also es ist sehr, sehr viel stärker angestiegen, als es die letzten hunderttausende Jahre war. Da gibt es eine ganz schöne Grafik von der fantastischen Cartoon-Seite, die ich nur empfehlen kann, von einem Physiker, der Dinge sehr gut auf den Punkt bringt, XKCD. Und der hat ein bisschen gezeigt, was denn das an Veränderung bedeutet für die Temperatur. Und man sieht hier, wir starten hier 20.000 Jahre vor unserer Zeit. Da hat es also ungefähr 4 Grad weniger. Das ist auch eine gute Zahl, um eine Erinnerung zu haben. Also bei der letzten Eiszeit war es also gerade mal 4 Grad kälter. Wir sind jetzt schon bei einem Grad wärmer und wenn wir nichts tun, sind wir bald bei 2, 3, 4 und mehr Grad wärmer. Das heißt, dann haben wir wirklich eine Heißzeit. Das ist also gar nicht so ein kleiner Unterschied. Ja, da war alles hier noch unter Eis. Und dann ein bisschen später, so ungefähr 10.000 Jahre vor unserer Zeit, haben wir dann ungefähr die Temperatur erreicht, die wir jetzt seitdem hatten. Und die ist sehr konstant geblieben über die Jahre. Ja, da hat sich also wirklich gar nichts getan. Die ganze Erdgeschichte war das immer mehr oder weniger gleich. Und jetzt eben in den letzten Jahren ist es eben plötzlich so schnell angestiegen wie noch nie. Und das eben dieses schnelle Ansteigen ist eben das, was wirklich die Klimakrise ausmacht. Ja. Hier nochmal zur Zusammenfassung. Die Beiträge zur globalen Erwärmung, wir hatten ja schon gesagt, die solaren Beiträge sieht man, ja, man sieht die solare Aktivität, aber netto machen die eben nichts aus. Dann gibt es alle möglichen anderen Variabilitäten und auch Vulkane können theoretisch einen Beitrag liefern, einen negativen Beitrag, also eine Abkühlung. Aber der menschliche Beitrag ist eben mit Abstand der größte und da gibt es kein Zweifel mehr, dass wir wirklich selber uns da an die Nase fassen müssen. Es ist aber nicht alles trist und grau. Ich zeige mir ganz gerne noch diese Grafik und dann kommen wir wirklich wieder mehr zur Astronomie zurück. Das ist von einer Webseite, die heißt climateactiontracker.org, die aufgebaut worden ist unter anderem vom Potsdam-Institut für Klimaforschung, einem der renommiertesten deutschen Institute für Klimaforschung. Und die listen auf,
was denn diese Nationally Determined Contributions, diese NDCs, die im Pariser Klimaabkommen ausgemacht worden sind, wie stark die denn jetzt schon helfen würden, um diese 1,5 Grad, die man gerne erreichen möchte, als maximale Erwärmung zu erreichen. Ja, und da sieht man, dass im Moment, wenn alles wirklich optimal läuft, ja, dann wären wir also bei plus 2,1 Grad Erwärmung im Vergleich zur vorindustriellen Zeit. Also das ist schon gar nicht mal so schlecht. Ja. Aber es könnte natürlich noch deutlich schlechter kommen. Das heißt, für mich heißt diese Grafik insbesondere, es ist wirklich nicht Hopfen und Malz verloren. Ja, man muss jetzt nur endlich mal was tun und dann kommen wir da auch hin. Ja, wir müssen nur ein bisschen mehr tun. Den Kohleausstieg halt nicht erst 2038, sondern halt vielleicht 2030 oder vielleicht auch 2025. Ja, das können wir alles schaffen, aber man muss es wirklich tun. Gut, also, was kann jetzt die Astronomie dazu beitragen, wo wir wissen, okay, echtes Problem. Die großen Faktoren, Eiszeiten, okay, da können wir leider nicht helfen, außer vielleicht rausfinden, was es ist. Aber was können wir denn wirklich beitragen? Nun, zum einen können wir unseren eigenen Treibhausgasausstoß verstehen. Der ist nicht ganz gering und dann natürlich auch reduzieren. Und der zweite Punkt ist eben zu berichten, was die Astronomie so Schönes zu berichten hat. Aber fangen wir erstmal bei uns selber an, fassen uns erstmal selber an der Nase. Meine Kollegen am Max-Planck-Institut für Astronomie in Heidelberg haben das letztes Jahr ganz schön zusammengefasst und haben ausgerechnet, wie viel CO2-Emissionen sie eigentlich so haben. Und da sieht man, dass ungefähr die Hälfte der CO2-Emissionen von diesem Forschungsinstitut durch Flüge zustande kommen. Also man sieht hier, es ist auf Englisch, Flying, selbstgebuchte und über ein Reisebüro gebuchte, machen also ungefähr 50% der Emissionen aus und Elektrizität nochmal ungefähr 30%. Gut, Elektrizität könnte man im Prinzip sehr einfach vergrünen. Flüge geht nicht ganz so einfach. Ja, man kann natürlich mit dem Zug oder mit dem Nachtzug fahren innerhalb von Europa, aber wenn man eine Konferenz in Australien hat, dann kommt man da eben nicht anders hin. Aber, da kommen wir gleich drauf, man muss natürlich nicht unbedingt hin. Gut, das entspricht jedenfalls einer Emission, wenn man mit den Zahlen was anfangen kann, von ungefähr 9 Tonnen pro Mitarbeiter in diesem Jahr. Das kann man dann auch umrechnen pro Artikel. Und man kann es auch vergleichen mit den Gesamtemissionen, die man dann so hat als Mensch, wenn man in Deutschland lebt. Ja, die sind nämlich 11 Tonnen. Oder im Vergleich in Indien sind es nur 1,6 Tonnen. Das heißt, das macht schon einen sehr, sehr großen Bestandteil der Emissionen aus, so einfach als Bürgerin dieses Landes. Andere Kollegen an der Europäischen Südsternwarte, die großen Teleskope betreiben, haben auch so eine Rechnung aufgestellt. Bei denen ist ein großer Teil der Emissionen durch Elektrizitätserzeugung bedingt. Das kommt daher, dass die Teleskope leider alle mehr oder weniger immer noch mit fossilen Energien betrieben werden, aus Gründen, die mir nicht ganz klar sind, weil man hat ja diese Beobachtungsorte in Chile deswegen so gewählt, weil dort eben fast immer die Sonne scheint. Also tagsüber hat man da eigentlich quasi immer Sonne und tagsüber braucht man am meisten Energie. Dann müssen die Teleskope gekühlt werden, damit sie nachts dann auch schön kühl sind und nicht so keine Luftunruhe entsteht, wenn der Spiegel zu warm wäre. Und nachts könnte man natürlich dann immer noch auf Gas oder anderes ausweichen. Da wird dran gearbeitet, aber es ist noch nicht so weit. Ja, und dann eine dritte Studie, auf die möchte ich noch verweisen, denn da war ich selber beteiligt. Da haben wir uns angeschaut, wie groß denn der Anteil bei verschiedenen Flügen ist für eine große Konferenz. Wir hatten 2019, vor 2 Jahren, die letzte große europäische Konferenz in Person in Lyon in Frankreich. Und da hatten wir uns angeschaut, wer denn da eigentlich am meisten an Emissionen beigetragen hat. Und wir sehen hier, dass fast die Hälfte der Emissionen von eigentlich nur einem kleinen Teil der Besucher kommt. Man sieht hier unten, dieses blaue Histogramm zeigt an, wie viele Reisen gemacht worden sind. Ja, da sieht man, dass über 2000 Kilogramm pro Trip eigentlich gar nicht so wahnsinnig viele Reisen dabei waren, aber trotzdem sehr viele Emissionen. Weil natürlich ein Flug von Sydney nach Lyon viel mehr emittiert als ein Flug von Amsterdam nach Lyon. Das heißt, die Flüge innerhalb von Europas zu verbieten oder auf Züge zu verlegen, ist natürlich eine Selbstverständlichkeit, sollte man meinen. Aber das reicht eben nicht. Man muss sich wirklich auch was überlegen für die Langstreckenflüge. Und dieses Überlegen, das kam so ein bisschen zufällig, ungewollt natürlich. Durch die Corona-Pandemie sind natürlich auch sämtliche Fachkonferenzen jetzt online abgehalten worden. Und so war letztes Jahr, 2020, dieselbe Konferenz von der Europäischen Astronomischen Gemeinschaft online abgehalten worden. Und da konnten wir direkt vergleichen, was denn da die Emissionen waren. Das möchte ich kurz durchgehen. Das ist vielleicht interessant, gerade für die Computerfans hier. Also wir hatten
eine Umfrage gemacht unter allen Leuten und gefragt, wie viel, mache hier mal ein bisschen Licht an, wie viel Emissionen, wie stark die Leute denn eigentlich beteiligt waren. Ungefähr 80% waren jeden Tag dabei von den fast 1800 Leuten, und zwar für ungefähr 5,5 Stunden jeden Tag. Und dann haben wir ausgerechnet, wie viel Emissionen durch die Laptops zustande kommen, indem man die, den Strombedarf der Laptops nimmt, indem man die Kohlenstoffintensität von Elektrizität in Europa nimmt. Also in Europa kommen ungefähr 240 Gramm CO2 frei pro Kilowattstunde, die man emittiert. In Deutschland leider deutlich mehr, in Frankreich deutlich weniger. Dann kommt natürlich das Netzwerk dazu, also das Internet. Dazu gibt es auch Studien. Interessanterweise nehmen die Emissionen pro übertragenem Gigabyte seit Jahren stetig ab, und zwar sehr deutlich. Da gibt es also wirklich deutliche Hinweise darauf, dass mit Jahr zu Jahr die Transmission von Daten übers Internet sehr viel effizienter geht. Und dann gibt es natürlich noch die Server auf der Seite. Wir haben da Zoom dafür verwendet. Die haben uns bestätigt, dass sie für so eine große Konferenz im Prinzip einen Server verwenden, der ungefähr 300 Watt zieht. Und da kommt man dann nochmal auf verschwindend geringe Emissionen. Wenn man das alles zusammenzählt, sieht man, dass die gesamten Emissionen von dieser Online-Konferenz, fast 1800 Leute, eine ganze Woche lang online, wie gesagt, jeder im Schnitt 5,5 Stunden, kommt man auf Emissionen von knapp 600 Kilogramm. Und das entspricht einem einzelnen Flug hin und zurück von Liverpool nach Lyon zum Beispiel, innerhalb von Europa. Also es ist wirklich verschwindend gering, es ist ein Faktor 3000 geringer, als wenn man diese Konferenz in echt abgehalten hätte. Ja, und das, finde ich, ist ein schönes Beispiel dafür zu zeigen, okay, das hat eigentlich sehr gut funktioniert. Wir hatten ein Diskussionsforum nebenan, so wie hier auch bei der DIVOC. Das hat eigentlich den Leuten auch sehr gut gefallen. Es sind sehr viele Kontakte gepflegt worden. So kann man also weiterhin zusammenarbeiten, ohne jetzt unbedingt so viel heiße Luft zu produzieren. Ja, zuletzt zum zweiten Punkt, der meines Erachtens sehr wichtig ist, den die Astronomie beitragen kann als Lösung zur Klimakrise. Und das ist die astronomische Perspektive, die wir liefern können, die wir diskutieren können und die wir hoffentlich auch kommunizieren können mit allen Leuten. Und als Beispiel habe ich dafür dieses wunderschöne Bild genommen, das aufgenommen worden ist von der Besatzung der Apollo 8 Raumfähre, die ja noch nicht gelandet sind auf dem Mond, wie bekannt. Das war ja erst Apollo 11, sondern die einmal rumgeflogen sind und dann wieder zurück zur Erde. Und nachdem die das erste Mal rumgeflogen sind, haben die dann gesehen, wie da die Erde aufgeht, sozusagen hinterm Mond. Das Bild ist eigentlich 90 Grad gedreht. Ich habe das so hingedreht, damit es ein bisschen so aussieht wie der Mond, der aufgeht auf der Erde. Und das ist einfach, das hat die Astronauten total fasziniert, dass die da plötzlich die Erde aufgehen sehen und man sieht so die wunderschöne Erdkugel, sehr viel Blauer, sehr viel Wasser in der Ferne und nur schwarz außenrum. Ja, das gibt einen Blick auf die Erde, der doch ganz speziell ist, dass man wirklich sieht, die Erde ist eben wirklich quasi ein Raumschiff im großen Weltraum alleine für sich und wir müssen da wirklich zusammenhalten, damit wir die Probleme auf der Erde auch lösen können. Noch ein viel stärkerer Blick auf dieses oder noch eine viel stärkere Impression für diese Sichtweise hat dann später dieses Bild hier verursacht. Dieses Bild heißt The Pale Blue Dot. Und je nach Auflösung, die ihr bei euch zu Hause habt, seht ihr da schon was oder auch nicht. Mach mal einen Pfeil dazu. Dieses kleine Pünktchen hier, das sind 0,2 Pixel, ist das Pünktchen groß. Das ist die Erde, so wie sie die Voyager 1 Raumsonde gesehen hat, nachdem sie außerhalb des Neptun-Orbits war. Also sehr weit entfernt. Haben die Leute, die die Sonde gesteuert haben, gesagt, wir wollen jetzt noch einmal zurückschauen, die Sonde quasi umdrehen, dass die nicht mehr nach vorne schaut zu den Planeten, sondern zu den anderen Planeten, sondern nach hinten zur Erde und so ein Bild machen, nicht nur von der Erde, sondern vom ganzen Sonnensystem. Das war ein großes Risiko, dieses Bild aufzunehmen, denn wenn man die Sonde umdreht, dann dreht sich auch die Antenne, die zurückfunkt zur Erde um. Die zeigt dann nämlich nicht mehr zur Erde, sondern die zeigt dann raus in den Weltraum. Das heißt, man musste ein Programm schreiben, das auch ganz sicher funktioniert und dass der Sonde sagt, dreh dich einmal um, nehme ein Bild von der Erde und dreh dich dann bitte gefälligst wieder um. Aber wenn die das nämlich nicht gemacht hätte, dann wäre sie einfach weg gewesen. Es hat aber zum Glück funktioniert. Mit der Sonde waren wir noch ganz lange in Kontakt und die hat ja mittlerweile auch Daten geliefert von der Grenze des Sonnensystems sozusagen, also wo das Magnetfeld des Sonnensystems sozusagen aufhört und das nächste, der interstellare Raum beginnt. Jedenfalls dieses Bild hier, wo man also die Erde als so winzig kleinen Punkt mitten im Nichts sieht, das war für viele wirklich so ein Eindruck, wow, also wir haben diese eine Erde nur, da ist nichts außenrum, es gibt keinen anderen Ort, wo wir hin können. Wir müssen wirklich schauen, dass wir auf die Erde gut aufpassen.
Und das Ganze bestätigt sich auch, wenn man sehr viele Exoplaneten kennt. Heutzutage gibt es auf exoplanets.eu, gibt es immer die aktuelle Zahl, sind also über 4000 Planeten außerhalb unseres Sonnensystems, außerhalb der 8 Planeten in unserem Sonnensystem bekannt. Und keiner von denen ist bisher so wie die Erde. Also bei keinem wissen wir, dass es wirklich flüssiges Wasser auf der Oberfläche gibt, dass es ein Gesteinsplanet ist, dass die Sonne stabil ist, um die er kreist. Und all diese Dinge wissen wir noch von keinem anderen Planeten. Und selbst wenn wir es wüssten, könnten wir da nicht hin. Also zumindest nicht alle. Wir könnten vielleicht ein Raumschiff bauen, wo vielleicht ein paar Leute hinfliegen könnten, über hunderte, tausende Jahre hinweg verteilt. Und dann wären die dort, könnten aber kaum mit uns kommunizieren, weil alles so weit weg wäre. Aber auf jeden Fall ist es kein Plan, um die Erde zu retten. Sicherlich nicht in den nächsten 100 Jahren. Das zählt übrigens auch für Pläne von manchen sehr überzeugten Unternehmern wie Herrn Elon Musk, um den Mars zu kolonisieren. Auch eine sehr schöne Idee, aber ist auch keine Lösung für die Klimakrise. Ja, was kann uns die Astronomie noch bieten? Na, wenn wir rausschauen, sieht man, wenn es dunkel ist zumindest, jede Menge Sterne. Ja, man sieht einfach, wie groß dieses Weltraum, wie dieser Weltall ist, wie faszinierend dieses Weltall auch ist. Hier ist ein Bild, wo man die Milchstraße sieht, von Chile aus beobachtet. Da schaut man wirklich ins Zentrum der Milchstraße. Da zeigt auch dieser Laserstrahl hin, wo ja bekanntermaßen ein schönes, großes, schwarzes Loch sitzt mit 4 Millionen Sonnenmassen. Und diese Faszination für den riesigen Weltraum, vor allen Dingen für die wahnsinnigen Distanzen, die man da auch hat, die also dann ja in Parsec und Kiloparsec gemessen werden, Licht, 3 Lichtjahre, 3000 Lichtjahre, die sind eben so gewaltig, dass man dann zurückschauend auf die Erde sieht, okay, wir sind wirklich, das sind so kleine Dimensionen hier bei uns. Das ist einerseits faszinierend und toll, was wir auf der Erde alles machen können, aber andererseits eben auch wirklich so, dass wir nicht irgendeine andere Option haben, irgendwo anders hinzugehen. Gut, wenn wir noch weiter rausschauen, übrigens sieht man nicht nur Sterne, sondern wenn man dann mal ganz, ganz lange belichtet, hier mit dem Hubble-Weltraumteleskop, dann sieht man eine riesige Zahl an Galaxien, so wie unsere Milchstraße und andere, die ganz anders ausschauen. Es gibt ja in unserer Milchstraße etwa 200 Milliarden Sterne und es gibt im Universum nochmal etwa 200 Milliarden Galaxien, die wir sehen können. Ja, man weiß ja nicht, ob das Universum vielleicht unendlich ist oder nicht, aber innerhalb des Bereichs, den wir sehen können, aufgrund der endlichen Geschwindigkeit, der endlichen Lichtgeschwindigkeit, gibt es etwa 200 Milliarden Galaxien. Und jede von diesen Galaxien hat ungefähr 200 Milliarden Sterne. Und jeder dieser Sterne hat wiederum vielleicht einige Planeten. Also es ist alles wirklich riesig und gewaltig und hoffentlich machen wir irgendwann, treten wir irgendwann in Kontakt mit anderen Zivilisationen. Aber das ist wirklich ferne Zukunftsmusik und deswegen darf man sich nicht ablenken lassen von den Problemen, die jetzt auf der Erde sind, die wir jetzt lösen müssen. Gut, das war's auch schon. Ich habe ein bisschen später begonnen, aber ich hoffe, 10 Minütchen noch. Ja, ich habe eigentlich für eine halbe Stunde. Ja, ich habe eigentlich für eine halbe Stunde geplant, aber. Ja, wir haben jetzt gerade mal gedacht, wir geben dir ein bisschen Zeit, nachdem wir ja auch ein bisschen später angefangen haben, dass jetzt zumindest kein Stress ist. Aber wir können ja den Menschen auch gerade verraten, dass mittlerweile das Fragenpad mittlerweile im Fahrplan aufgetaucht ist. Wenn ihr auf die Detailansicht von dem Talk geht, gibt es unten ein Fragenpad. Da könnt ihr uns Fragen reinreichen. Genau. Sehr gut. Dann fange ich vielleicht doch nochmal oder mache vielleicht doch noch kurz die Zusammenfassung hier. Und dann gibt es vielleicht ein bisschen mehr Zeit für Diskussionen. Das ist ohnehin immer schöner, als wenn ich hier irgendwie so anonym in einen schwarzen Bildschirm reinrede und nicht genau weiß, ob das überhaupt für irgendjemand interessant ist. Also hier die wichtigsten Punkte von meinem Vortrag. Astronomische Einflüsse gibt es auf das Erdklima. Ja, die haben wahrscheinlich, hat die Änderung der Inklination der Erdbahn, also wie sehr die Erdbahn sich im Verhältnis zur Ekliptik neigt, die hat wahrscheinlich, das ist wahrscheinlich die Ursache für die Eiszeiten, die auf Zeitskalen von etwa 100.000 Jahren passieren und dann sehr langsame Temperaturveränderungen hervorrufen. Das hat aber nichts mit der jetzigen Klimakrise zu tun. Ja, das ist also ganz klar getrennt. Astronomische Einflüsse passieren auf sehr langen Zeitskalen. Auch die Sonne hat keinen Beitrag zu der Veränderung, die wir jetzt sehen, seit ungefähr 150 Jahren. Das ist wirklich nur uns Menschen zuzuschreiben. Was die Klimakrise ist, hatte ich ganz kurz angerissen. Also es ist eben diese besonders schnelle Veränderung im CO2-Gehalt und die damit zusammenhängende
Überhitzung der Erde, ja, die uns wirklich bedroht, die Erde wird damit nicht vernichtet und auch die Menschen werden nicht aussterben, aber die Zivilisation, so wie wir sie kennen, ist schon bedroht. Ja, wenn plötzlich in weiten Teilen der Welt möglicherweise zu wenig Wasser da ist oder es plötzlich zu heiß wird oder der Meeresspiegel steigt, dann gibt es da schon Probleme, die man wirklich als sehr bedrohlich ansehen muss. Ja, was können wir jetzt als Astronomen dafür tun? Naja, wir können zum einen uns selbst kritisch reflektieren, unseren eigenen CO2-Ausstoß verstehen, der eben sehr hoch ist, weil der eben weil es eine sehr intensive Forschung ist, wo sehr viele Teleskope gebaut werden in entfernten Plätzen wie in Chile, in der Wüste. Und es ist schwierig, dort Energie hinzubringen. Man braucht aber sehr viel Energie. Deswegen wird das leider immer noch mit fossilen Energien betrieben. Da gibt es erste Ansätze dafür, diese Energien dann wirklich auch über Solarenergie und Batterien herzustellen. Und das wird in den nächsten Jahren auch definitiv zunehmen. Und der zweite große Punkt, den wir beitragen können, ist, dass wir eben diesen Blick über den Tellerrand hinaus hoffentlich beitragen können, die Welt nicht nur sehen als ein Konglomerat von Nationen und Kreisen und alles irgendwie ist so eng eingegrenzt, sondern dass wir wirklich sehen, okay, die Erde als Ganzes, wir sind eben diese kleine Kugel, diese kleine Murmel, hat man auch mal gesagt, im Weltall, die wirklich was ganz, ganz, ganz Besonderes ist. Es gibt keine zweite solche Erde, ist uns zumindest bisher nicht bekannt, obwohl wir über 4000 andere Planeten kennen. Und wir müssen wirklich zusammenhalten auf dieser einen Kugel. Ansonsten ist es dann auch die einzige, die wir eben haben. Ja, damit bin ich ungefähr am Ende von den ungefähr 30 Minuten. Und freue mich sehr auf die Diskussion mit euch. Wenn irgendwelche Fragen sind, dann höre ich die, glaube ich, hier durch den Herald. Dankeschön. Ja, ganz herzlichen Dank dir. Das war ein unglaublich spannender Vortrag, jetzt halt auch diese Bandbreite dann von dir so schön zusammengetragen zu sehen. Es kommen gerade auch Fragen ins Pad, beziehungsweise bei Notizen und Anmerkungen. genau, vielleicht auch nochmal der Hinweis an alle, es gibt im Anschluss jetzt hier an den Vortrag auch noch eine Self-Organized Session, wo ihr noch ein bisschen mehr in-depth dann diskutieren könnt mit dem Leo. Vielleicht eine kurze Frage von mir, während Menschen gerade in dieses Pad tippen. Hast du dir ausgemalt, als du angefangen hast, deine astronomische Laufbahn, dass du irgendwann mal was zum Thema Klima machen wirst? Ja, danke für die Frage. Nein, definitiv nicht. Ganz im Gegenteil, muss ich wirklich ehrlich zugeben, für mich war die Möglichkeit, viel herumreisen zu können, was nun wirklich mit der Astronomie einhergeht, schon auch mit einem Grund zu sagen, okay, das ist wirklich spannend. Ja, also nach der Doktorarbeit, das war ja noch sozusagen noch zur Ausbildung irgendwie, hat man dann ja auch verschiedene Möglichkeiten, was man machen kann. Und es war für mich schon sehr reizvoll zu sagen, okay, neben der faszinierenden Forschung ist man eben in einer sehr internationalen Umgebung und lernt wirklich auch vieles kennen. Und es war eigentlich wirklich dadurch, dass ich jetzt eben seit 4 Jahren hier in den Niederlanden wohne mit meiner Familie, dass wir uns überlegt hatten, okay, sollen wir jetzt ein Haus kaufen und wie auch immer. Da habe ich angefangen, okay, wie ist das jetzt eigentlich hier mit dem Meeresspiegel? Wann steigt der eigentlich hier? Also es waren wirklich sehr egoistische Motive, dass ich wirklich danach gefragt habe. Na, ganz ehrlich, gebe ich gerne zu. Und dann eben gesehen habe, okay, also das ist eigentlich jetzt noch nicht das große Problem. Wir haben dann doch ein Haus gekauft. Aber es ist wirklich nicht zu vernachlässigen. Es ist wirklich ein Problem, das in den nächsten Jahren massiv zunehmen wird, in den nächsten Jahrzehnten, und wo wir wirklich jetzt was tun müssen. Und das ist mir eigentlich erst in den letzten 2-3 Jahren so richtig klar geworden. Und da haben wir dann, habe ich dann eben angefangen mit Kollegen zusammen, mit Kolleginnen zusammen, es sind hauptsächlich Kolleginnen, muss man sagen, da sehr aktiv dagegen vorzugehen. Jemand im Pad schreibt, du legst einen beneidenswerten Optimismus an den Tag. Das ist, zugegebenermaßen musste ich mir das zwischenzeitlich auch gelegentlich denken, aber siehst du denn tatsächlich eine Chance, dass wir das jetzt vielleicht auch von der wissenschaftlichen Community ausgehend, ne? Also wie du jetzt gerade auch zuletzt gezeigt hattest mit den Konferenzen und so weiter, was das ja auch ausmacht alles, dass wir von der Seite her da irgendwo die Kurve kriegen? Ja, also danke auch für den Kommentar. Ich sehe sicher, dass wir von der wissenschaftlichen Seite her viel zeigen können,
Ich denke, dass wir wirklich ein Vorbild sein können und zeigen können, wie man eigentlich international zusammenarbeiten kann, ohne die ganze Zeit herumzureisen. Das haben wir jetzt ja das letzte Jahr durch Corona haben das jetzt ja alle gesehen, aber Astronomie ist schon ein besonders internationales Feld, weil wir wirklich man arbeitet immer mit Menschen auf der ganzen Welt eigentlich zusammen. Also ich arbeite zusammen mit Leuten in Brasilien, mit Leuten in Chile, in Amerika und natürlich in ganz Europa. Und das eben alles online machen zu können und dann auch die Tools dafür entwickelt zu haben, das, denke ich, hilft dann auch anderen. Ich habe vor 2 Wochen war ich das erste Mal bei einer Konferenz, die in Virtual Reality stattgefunden hat. Da hatte man dann so eine Oculus Quest oder irgendwas auf, mit all den Nachteilen, dass man es mit Facebook verbinden muss und so weiter, ich weiß. Und das ist wirklich faszinierend und da kann man wirklich schon sehr viel machen. Und ich denke, da wird es wirklich immer normaler sein, dass man sowas nicht, dass man zu sowas nicht in Person hinreist. Aber ich möchte noch mal kurz zum Optimismus gehen. Ich bin nicht, ich hoffe zumindest nicht blind optimistisch, was die Zahlen da angeht und was die Klimakrise angeht. Und ich sehe das oft auch sehr schwarz, wenn man wieder mal sieht, dass, keine Ahnung, wieder irgendein großes Feuer ausgebrochen ist und der Regenwald wieder zu stark abgeholzt wird und dass eben gerade in Deutschland, wo man es sich wirklich leisten könnte, so langsam der Kohleausstieg vorangetrieben wird und gleichzeitig so zögerlich dann der Windkraftausbau vorangetrieben wird. Das sehe ich alles natürlich und bin da wirklich ja deprimiert oft und sehr, ja, sehr verärgert, dass sowas überhaupt, dass Politiker da nicht weit genug denken. Aber auf der anderen Seite sehe ich eben auch, dass trotz all dieser Entwicklungen es hat sich viel getan in den letzten 6 Jahren. Ja, seit dem Pariser Abkommen 2015 hat sich wirklich einiges getan. Noch nicht genug, ja, vollkommen klar, noch nicht genug. Das zeigt eben dieser Climate Action Tracker sehr gut. Aber es tut sich was. Es geht in die richtige Richtung. Und ich habe die Hoffnung, dass diese Entwicklung eben nicht linear ist. Also, dass es eben nicht Jahr für Jahr ein bisschen besser wird, sondern dass wir irgendwann sehen, okay, zum einen, es wird wirklich schlimmer. Ja, wir sehen immer mehr Dürren, wir sehen immer mehr Eis abschmelzen, wir sehen immer mehr verrücktes Wetter. Und zum anderen sehen wir aber auch, dass Solarenergie immer günstiger wird. Es ist jetzt ja schon billiger, neue Elektrizität über Solarpaneele herzustellen, als nochmal ein Kohlekraftwerk hinzustellen. Und ich denke, dass all diese Entwicklungen irgendwann zusammenkommen, sodass man irgendwann zu einem Punkt kommt, der hoffentlich in den nächsten paar Jahren ist, wo dann eben auch die Biden-Administration mithilft und dann dieser Green Deal von Europa, dass wir dann sagen, okay, jetzt ist es wirklich absolut geboten, es ist vernünftig, es muss sein, es ist auch wirtschaftlich vernünftig, dass wir jetzt wirklich massiv umsteigen und dann wirklich meinetwegen Kohlendioxidausstoß so stark besteuern, dass sich Kohlekraftwerke dann sehr schnell nicht mehr lohnen werden. Klingt auf jeden Fall nach einer sehr vernünftigen Zukunftsvision, also die wir vielleicht alle gemeinsam dann hoffentlich anstreben werden. Wir haben tatsächlich keine Fragen weiter ins Pad bekommen. Ich vermute, die Menschen sind entweder noch völlig geplättet oder warten gerade schon sehr sehnsüchtig darauf, jetzt gleich mit dir dann im DC-Raum noch direkt sprechen zu können. Jemand schreibt gerade noch etwas ins Pad. Warten wir gerade mal ganz kurz. Genau. Wenn du noch einen Wunsch offen hättest, was wäre das? Ganz oben. Noch einen Wunsch offen. Ich hatte vor kurzem so eine ähnliche Frage bekommen. Da hieß es, wenn ich mit jemandem sprechen könnte, mit jemandem Berühmten, mit wem wäre das dann? Da hatte ich gesagt, ich würde gerne mal mit der Frau Merkel sprechen. Vielleicht wäre das dann auch mein Wunsch hier. Weil Frau Merkel ist ja eine sehr intelligente Frau, hat eine Doktorarbeit in Physik gemacht und versteht all diese Zusammenhänge. Davon bin ich überzeugt. Und trotz alledem tut sie viel zu wenig, um Deutschland auf einen Kurs zu bringen, der eben Paris-kompatibel wäre. Und da würde ich mir wirklich wünschen, dass sie jetzt gerade in den letzten Monaten ihrer Amtszeit und gegen die Widerstände von ihren Kolleginnen und Kollegen jetzt aktiv vorangeht und sagt, okay Leute, also den Kohleausstieg, den machen wir 2025, ja, und ein paar andere Dinge einfach mal noch durchdrückt. Großartiger Wunsch. Hätte ich da einen Draht, würde ich das jetzt, glaube ich, auf der Stelle versuchen. Die eine Frage, die reingekommen ist, ist slightly off topic, aber ein bisschen auch eigentlich passend, ob du als Wahlniederländer jetzt eigentlich auch besonders viel Fahrrad fährst. Sagen wir mal so, meine Familie und ich, wir sind immer schon sehr viel Fahrrad gefahren. Wir fahren hier noch mehr Fahrrad. Wir haben tatsächlich vor
3 Jahren, kurz nachdem wir hier ankamen, unser Auto dann auch verkauft, das wir natürlich hatten. In Deutschland braucht man ja ein Auto mit Familie, sagt man sich zumindest so. Und hier brauchten wir das nicht mehr. Wir haben stattdessen so ein Bugfeeds, also so ein Fahrrad mit einem Korb vorne dran, das man für Einkäufe verwenden kann und für Fahrradtouren. Man kriegt gestern 20 Kilometer durch die Tulpenfelder unterwegs. Ich würde aber nicht sagen, dass wir im Verhältnis zu anderen Niederländern oder Wahlniederländer besonders viel fahren, weil Niederländer fahren einfach, die meisten zumindest, fahren einfach alltäglich mit dem Fahrrad. Das ist nichts Besonderes, sondern man fährt halt einfach mit dem Fahrrad zur Arbeit. Machen natürlich auch nicht alle. Es gibt auch genug Leute, die im Auto ihre Kinder zur Schule bringen. Sowas gibt es natürlich auch hier. Aber wir fahren auf jeden Fall viel mehr Fahrrad. Und das wäre vielleicht noch ein Wunsch, falls ich noch einen zweiten Wunsch frei hätte, dass man auch in Deutschland endlich mal erkennt, was für einen Wert eigentlich Fahrradwege haben. Und zwar richtige Fahrradwege. Nicht nur einen Streifen malen auf dem Asphalt, sondern einen richtigen Fahrradweg bauen. Ja, das würde wahrscheinlich helfen. Also ich gehöre zu den Leuten, die in der Stadt nicht Fahrrad fahren, weil ich tatsächlich schon eine fast unliebsame Begegnung mit einem Bus auf der Fahrradspur hatte. Und seitdem so, danke, ich gehe zu Fuß. Kann ich gut verstehen. Eine Frage, die nehme ich jetzt gerade noch kurz mit, vielleicht mit einer kurzen Antwort. Wie stehst du zu zivilem Ungehorsam als Form des Aktivismus, um Druck auf Politik auszuüben? Also vielleicht selber Fahrradwege malen. Ja, selber Fahrradwege malen, warum nicht? Ja, ich denke, die müssen vor allen Dingen halt auch dann sicher sein. Es darf nicht sein, dass dann natürlich die Leute, die dann auf dem Fahrradweg fahren, dadurch dann begrenzt werden. Aber jetzt vielleicht zum Zusammenhang mit Klima ist das vielleicht eher so eine Gruppe wie Extinction Rebellion. Bei denen habe ich auch schon mal mitgemacht. Also ich stehe denen durchaus positiv gegenüber. Ich denke, dass man zum gewissen Maß wahrscheinlich so einen zivilen Ungehorsam tatsächlich braucht, um einfach die Leute wirklich aufzurütteln. Also es gab von Extinction Rebellion hier zum Beispiel Demonstrationen und Aktionen, so Die-Ins am Flughafen hier in Amsterdam, Schiphol, das zweitgrößte Flugdrehkreuz in Europa, wo dann eben wirklich Leute einfach sich massenhaft tot auf den Boden gelegt haben oder pseudotot und Plakate dazu. Das gibt schon sehr viel Medienaufmerksamkeit, gerade wenn die Polizei dann unverhältnismäßig hart durchgreift bei solchen Dingen. Also ich denke, das ist schon nützlich und muss natürlich schauen, dass die KlimaaktivistInnen selbst sich da beschützen, dass ihnen selbst nichts passiert. Aber ansonsten denke ich, kann das schon helfen, Medienaufmerksamkeit zu erzeugen. Und das ist das, was man hier braucht. Ja? Die Klimakrise muss viel mehr in die Medien kommen, damit die Leute wissen, das ist echt ein Problem. Ich glaube, das nehmen wir auch direkt als Schlusswort. Ganz herzlichen Dank, Leo. Ich hoffe, wir sehen bald wieder was von dir. Ja, sehr gerne. Dann gehe ich jetzt mal in den Jitsi-Raum und vielleicht sieht man sich ja da noch. Genau.